Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, aufgebraucht Video, und wir fangen gleich an, weil es ist wieder viel. Von Today ein Duschgel geeiste Ananas, Sommerdusche mit dem Duft von Ananas. Es hat genauso wie Ananas-Kompott gerochen, ein bisschen künstlich, aber nicht schlecht. Also es ist künstlich in die richtige Richtung gewesen. 300 ml, eine limitierte Edition, wie gesagt, aus dem Penny. Weiß nicht, Penny oder Rewe, ich weiß nicht, ob sowas noch gibt, aber ich bin froh, ich habe es probiert und war gut. Von der kleinen Mann, Pampers Sensitive, die allerbesten, also alles was Pampers ist, lieben wir einfach. Hier habe ich nur das Verpackung behalten. Es sind diese Mikrofaserreinigungstücher von Rival de Lubian. Ich finde die, also ich habe die vor 2-3 Wochen gekauft und ich finde die vor 2 Wochen ungefähr. Ich finde, die sind viel, viel besser als die vor halbes Jahr gewesen. Und die sind weicher, ne? Ich benutze die immer, also ich tue entweder Waschgel oder Waschcreme oder Reinigungsöl drauf und dann mit diesem Tuch tue ich das reiben und danach abspülen und das war's. Und ich finde, es macht eine tolle, es macht ein tolles Job. Ja, ich habe ungefähr 5 Stück und ich tue die immer waschen und so weiter. Super Zeug, dieser Mikrofasertuch von Rival de Loop. Windelbeutel von Beauty Baby mit frischer Duft. Ja, ich finde die gut, aber ja, die haben nach irgendwelchen Parfüm gerochen. Aber was ich komisch finde, ist, dass die kommen nicht einzeln raus, ne? Wie Feuchttücher zum Beispiel. Die kommen, also ich muss mindestens 5 raustun, dass ich eine von denen, also ich trennen kann. Ja, aber trotzdem kaufen wir entweder die oder von, was weiß ich, von Betten, von Rossmann und so. Von Frutini Strawberry Starfruit habe ich noch eine aufgebracht. Ich habe 2 davon gehabt. Leer, es ist die alte Sortiment, war richtig gut, 50 ml, sehr gut. Also der Duft war einfach nur lecker. Pflegewirkung, ja, für Sommer geht es, aber im Winter die sind die viel zu tricky. Ein Seife von Balea Luxury, Verwöhnseife, Light My Fire. Das war eine limitierte, also eine limitierte Edition. Das war so ein Geschenkbox mit Handcreme, Duschgel und Seife. Also dieser Duft gibt es nicht im Sortiment. War genau so, man erkennt hier ein bisschen. Der Duft war sehr elegant. Ich kann es nicht beschreiben, aber super schön. Lecker. Luxuriös, genau. Aber sehr dick, irgendwie habe ich das einmal, vielleicht kommt noch was raus. Nee. Einmal habe ich es, gepumpt und dann, bis die Pumpe wieder hoch gekommen ist, hat es 100 Jahre gedauert. Und das hat irgendwie geklebt. Es war eine komische Konsistenz, aber die Flasche finde ich süß. Vielleicht tue ich die behalten. Ich habe 2 solche Sets gehabt. Von Balea eine leichte Bodylotion für normale Haut. Und ja, es ist eine leichte Bodylotion und es ist für normale Haut. Also ich habe fast gar nichts gespürt. Wenn ihr bisschen trockene Haut habt, das ist gar nichts für euch. Es ist nichts. Deswegen, es ist sehr leicht. Also vielleicht auch für fettige Haut geeignet, weil es ist super leicht und ja. Der Duft war in Ordnung, so nach Creme, nach Pflege, aber die war mir viel zu trocken. Oral-B, Precision Clean, Value Pack, 6 solche
Bürstenköpfe, wir benutzen die, also die ein bisschen härter sind. Ich glaube, die sind die Medium oder so, weil, oder, nee, gibt es auch Medium. Also die sind ein bisschen härter. Und das ist für uns, ja. So. So, Balea mit Dusch Soft Öl Lotion. Ich glaube, das war in einer, ja, in einem dem Lieblingebox gewesen. Der Duft war in Ordnung, Pflegewirkung in Ordnung. Also ja, im Sommer, meine Haut ist nicht super trocken. Und sowas reicht mir. Ich würde es mir auch nachkaufen, aber der Duft war so cremig neutral. Ein bisschen nach Nivea. Ja, ist gut. Also natürlich für Leute, die, also ja, 5,5 pH-Wert. Für Leute, die Hautprobleme haben und was weiß ich, ist das gut. Aber ja, ich habe keine Probleme und ich vertrage auch Parfums und alles. Deswegen würde ich mir eine parfümierte Bodylotion, was ich nicht mag. Ja, in der Dusche war auch immer so eine Geschichte. Jetzt geht's, aber in der Dusche musste ich immer drücken und da. Also ein bisschen. Ja, ich tue immer übers Verpacken meckern. Synergen extra starke Clear Up Strips und eine Haut Active Clean waren sehr gut. Gibt's nicht mehr. Ich werde die von Isana Young probieren. Für unterwegs. 10 Tücher von Hüpf waren in Ordnung. Wie gesagt, sind nicht meine Favoriten, aber für Hände und Gesicht reicht's. Von Daylong Kids 50 Plus haben wir so eine Probe aufgebracht. 10 ml made in Switzerland. Auch wasserfest. Eine sehr tolle, sehr, sehr, sehr tolle Sonnenschutzcreme. Und ich muss sagen, wir haben die auch nachgekauft. Also wir haben die auch in groß. Und ich benutze auch, also ist mir egal, ob es für Kinder oder für Erwachsene. Also nee, erwachsene Produkte tue ich nicht auf mein Kind drauf. Aber Kinderprodukte nehme ich auch. Wenn es gut für mein Kind ist, ist es auch gut für mich. Eine Tarte habe ich aufgebraucht, Pink Lady Slipper. Es hat sehr blumig und parfümiert gerochen. Also der Duft war nicht hundertprozentig meins. Es war ein bisschen zu viel parfümiert, also es hat nach Blumenparfum gerochen und es war mir ein bisschen zu stark und wie ihr wisst, die Tarts sind mega stark. Von Melmerio Green Surprise Eau de Parfum, 30 ml aufgebraucht. Ja, es ist von letztes Jahr, glaube ich, war eine, nicht LA, es war eine Sortimentumstellung bei Melmerio und da habe ich mir, weiß ich nicht, 15, 20 Stück gekauft, also nicht von dieser Duftrichtung, ich glaube, ich habe auch andere. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, davon habe ich keine mehr, keine Ahnung. Ich werde es suchen. Ja, der Duft war in Ordnung, frisch. Manche haben gesagt, es riecht nach grüner Apfel, meine Meinung ist nicht. Es hat nach Parfum. Frisch, auch ein bisschen wie frisch geschnittene Gras hat es gerochen. Meine Meinung. Eine Pinzette tue ich wegschmeißen, entsorgen von LA Tweez. Es soll so ein Dupe von Tweezerman sein. Hier hat es ein Licht gehabt, aber schaut mal, jetzt ist es. Nee, macht mir keinen Spaß. Ich habe mir zwei von Ebeline gekauft und ich bin damit sehr zufrieden. Und die kommt jetzt weg. Ich habe es damals in Israel gekauft für, was weiß ich, ein paar Euros. Habe zwei gekauft, glaube ich. Keine Ahnung. War eine tolle Geschichte, aber wie gesagt, es war nur. Ja, ich habe mir neue Ohrringe gekauft. Im Rossmann gibt es aktuell für 3 Euro solche Ohrringe. Viele reduzierte Sachen, auch Armbänder und Ketten und alles. Sehr, sehr stark reduziert. Wir haben nicht mehr viel. Von
Von Isana Olive Pflegen, nicht regenerierende Pflege. Die eigene Marke von Isana, es war so ein Pflegestift mit Olive, ist das aufgebraucht. Also es ist noch ein kleines bisschen, aber ich komme immer auf den. Ja, ich kann nicht. Ja, also wie ihr seht, ich habe Lippenstift gehabt und jetzt ist das auf dem Rand. Also ich tue immer meine Lippen damit kratzen und deswegen kommt es weg. Sehr toll. Ich habe es nicht erwartet, aber es ist super und es ist ein Nachkaufprodukt. Geschmack ist neutral, Duft nach Olivenhandcreme. Also ich finde, das ist das Gleiche. Aber pflegt richtig gut. Ich brauche nicht nach 5 Minuten wieder meine Lippen einschmieren. Und von Origins noch eine Probe. Ich habe noch mehrere davon. A Perfect World Age Defense Moisturizer with White Tea. Also weißer Tee Gesichtscreme mit 25 SPF. Sehr gut. Sehr feuchtigkeitsspendend. Ich habe sie sogar auch geschnitten. Ihr seht da hinten, ja, es war eine bräunliche, so eine BB-Cream-Konsistenz und so sah es aus, aber es hat keine Farbe ausgegeben. Ich könnte danach mein Make-up ruckzuck tragen, kein Problem, klebt nicht, super Feuchtigkeit spenden, mein Gesicht sah super danach aus. Ich habe nur, ihr wisst, einmal pro Monat und da bekomme ich noch ein paar Unreinheiten. Und ja, sorry. Ja, und ja, super tolle Creme. Ich bin froh, ich könnte es testen. Bitte, ich habe es euch tausendmal gesagt. Mit dieser Tube habe ich mir, ich glaube, mein Gesicht 4-mal eingecremt. Habe es aufgeschnitten und da habe ich noch 2-mal benutzt. Also, und es ist keine billige Creme. Deswegen, bitte schneidet eure Sachen, wenn ihr ein Produkt gut findet und ihr denkt, ja, es lohnt sich. Wenn ihr das wegwerfen wollt, dann ja. Aber solche Sachen muss man schneiden. So, das war's. Meine Tüte ist leer. Ich bin froh, ich kann meine Sachen wegschmeißen. Es war nicht so viel. Ich freue mich. Normalerweise über 20 Minuten, aber jetzt sind wir noch in die normale Grenzen. Brumm, 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 brumm. Also ihr wisst, ja, mein Junge liebt Autos. Mit einem Auto sind wir an die richtige Adresse gekommen. So, schreibt mir bitte in die Kommentare, vielleicht wollt ihr mehr über diese Produkte wissen. Habt ihr etwas Besonderes aufgebraucht? Und ja, ich hoffe, es geht euch gut, dass ihr Spaß habt in diesem Sommer, dass ihr im Urlaub geht und ja, Hauptsache gesund, das ist das Einzige, das sonst machen wir alles selber, alleine, kein Problem, aber Gesundheit ist um erster Platz. So, das war's mit meinem Aufgebrauch-Video, yay! Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!